Der letzte Kampf bei Superior FC Nummer 14. Das Comeback steht jetzt an. Es ist ein Titelkampf. Angesetzt auf 5 Runden nach 5 Minuten. Es geht um den vakanten Leichtgewichtstitel von Superior FC. Das ist die Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Wo sich jetzt Nordin Aschri und Cengiz Dana gegenüberstehen werden, meine Damen und Herren. Es ist Zeit. Zeit für einen Real Fight bei Superior FC. Es geht um den Leichtgewichtstitel bis 70 Kilogramm. Angesetzt auf 5 Runden nach 5 Minuten. Bitte begrüße mit mir für die rote Käfigseite Nordin Aschri! Um genau zu sein, die Zuschauer stehen hier schon auf den Füßen. Ja, das Pride Gym Düsseldorf folgt ihm und die Jungs machen hier wirklich Furore. Es werden hier noch Werbegeschenke verteilt. Ja, große Show hier natürlich. Das kann einer, der so erfahren ist wie Nordin, natürlich schon lang machen. Ja, Nordin ist ein sehr, sehr charismatischer Mensch. Er hat sehr, sehr viel Feuer. Er hat 6 Siege via K.O., 14 via Submissions und 2 über Decision. Und was das Duell natürlich so brisant hier macht, ist das Hassduell, wie man es nennen kann. Nordin Aschri und Cengiz Dana, die beiden können sich überhaupt nicht ableiten. Und ja, das wird natürlich auf jeden Fall noch mehr Brisanz zu der Partie, zu der Begegnung hier hinzufügen. Ja, das ist Schnippede, die liegt hier schon sehr, sehr lange zurück. Vor 3 Jahren hat Cengiz Dana Nordin besiegt. Und ja, vielleicht ist heute der Tag, an dem Nordin hier einiges klarstellen kann. Ja, Cengiz damals mit einem wunderschönen linken Haken. Der hätte wahrscheinlich ein Pferd umgehauen. Und ich bin mir sicher, dass Nordin versuchen wird, hier Revanche zu nehmen. Da betritt Nordin den Ring hier. Ganz, ganz konzentriert, fokussiert. Er weiß, was auf dem Spiel steht. Er könnte sich hier keinen besseren Kontrahenten als Cengiz Dana aussuchen. Und heute ist der Moment, an dem er so vieles klarstellen kann. Ja, Nordin sieht auch in exzellenter Verfassung aus. Also, der geht auf jeden Fall immer trainiert in die Kämpfe rein. In diesem Titelfight um den markanten Superior FC-Titel im Leichtgewicht bis 70 Kilogramm. Für die blaue Käfige. Cengiz Dana! Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Da betritt der Moskito die Arena. Er ist 35 Jahre alt. Er kommt aus Düsseldorf. Er kämpft für das Combat Club Cologne. Hatte seine letzte Niederlage im April 2016 bei GMC 8 gegen André Waldschmieder. Es ging über eine Entscheidung. Wie gesagt, er hat vor 3 Jahren schon Nordin besiegt gehabt. Sehr, sehr erfahrener Mann. 17 Kämpfe gewonnen, 21 Niederlagen. Und auch querbeet, alles Mögliche hat man schon von ihm gesehen. 7 K.O.-Siege, 7 Submission-Siege. Ja, und beide natürlich an Erfahrung fast nicht zu überbieten. Nordin sein erster Kampf 2004, Cengiz damals in 2002 sogar seinen ersten Kampf gemacht. Also, die haben auf jeden Fall an Erfahrung hier genug. Und wie gesagt, der gegenseitige Hass, oder was heißt Hass, aber die Abneigung gegeneinander wird auf jeden Fall hier eine Rolle spielen.
Ja, das sind halt einfach zwei Urgesteine der deutschen MMA-Szene. Und wir können wirklich gespannt sein, was hier dieses Main Event bei Superior 14, wie das heute Abend hier ausgehen wird. Und Jengis betritt hier den Käfig. Beide gucken sich nicht mal an, würdigen sich nicht mal eines Blickes. Meine Damen und Herren, MMA-Fans hier bei Superior FC Nummer 14, das Comeback. Die letzte Kämpfervorstellung des heutigen Abends. Zu meiner Rechten, auf der roten Käfigseite. 37 Jahre alt, 1,80 Meter groß gewogen, 70 Kilogramm. Sein MMA-Rekord 22-10-1. Er kommt vom Team Bright Gym aus Düsseldorf. Meine Damen und Herren, die Landwetter Nummer 1, die rote Käfigseite. Ashri Fist of Tangier Nordin! Ihm gegenüber zu meiner Linken, blaue Käfigseite, 35 Jahre, 1,82 Meter groß gewogen, 70 Kilogramm. Sein MMA-Rekord 17-20-0. Er kommt vom Team Alpha aus Düsseldorf. Auch er will den Superior-Leichtgewichtstitel haben. Meine Damen und Herren, die blaue Käfigseite, Cengiz Mosquito Dana! Dritter Mann im Ring bei diesem Titelkampf, der angesetzt ist auf 5 Runden. 5 Minuten ist Herr Marco Brüssen. Red Corner, Blue Corner, Center of the Cage. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself all time. Make it a good match. Shake hands if you like. If not, go back to your corner. Meine Damen und Herren, die Käfigtüren sind geschlossen. A real fight by Superior FC. Der letzte Kampf des Abends. Runde 1. Ja, also Nordin auf jeden Fall aktiver gewesen. 7 Kämpfe seit dem letzten Kampf gegen Cengiz. Cengiz nur 2 Kämpfe seither. Die beiden verloren. Heißt natürlich nichts hier. Man könnte sagen, es hat sich schon Ringrost angelagert, aber ich würde gar nicht so weit gehen, weil er nimmt das Ding hier wirklich ernst und man sieht, wie fokussiert und konzentriert er hier ist. Ja, beide mit schönen Fakes hier. Beide sind sehr, sehr gute Striker. Sie wissen, wie man ihre Hände und Füße benutzt. Und hier oh, schöner Spinning Backkick. Sehr, und sehr trifft schön. Und es knallt hier schon förmlich durch die ganze Halle. Ich bin gespannt, ob Nordin vielleicht versucht, den Kampf auf den Boden zu verlagern. Seine 14 Submission-Siege zeigen ja, dass er da nicht gerade schlecht ist auf dem Boden. Ja, es ist Wahnsinn, wie Nordin sich in den letzten Jahren gewandelt hat. Als ich ihn kennengelernt habe, war er sehr, sehr stark im Striking und mittlerweile ist er so gut auf dem Boden geworden, was vermutlich auch mit dem Resultat von der Ultimate Fighter Challenge damals zu tun hat. Cengiz behauptet hier die Käfigmitte, allerdings nicht viel Aktion von beiden Kämpfern. Die Anspannung ist zum Greifen nah. Fehlt hier mit dem linken Haken, mit dem er damals Nordin K.O. gehauen hat. Ja, es ist ja eine sehr, sehr noch sehr angespannte Situation. Keiner will hier einen Fehler machen. Cengiz kommt noch nicht ganz rein. Hier, oh, schöner Frontkick zum Körper. Nordin schaut es sich erstmal an, versucht seinen Rhythmus zu finden, hier reinzukommen in den Kampf. Ja, Cengiz hat nicht umsonst den Kampfnamen Mosquito. Er ist wirklich wie ein Mosquito. Er sticht zu und ist dann schnell wieder draußen. Und das mit den Kicks macht er wirklich gut. Gerade diese Frontkicks und diese gedrehten Kick zum Anfang hat sehr, sehr gut gesessen. Ja, wie gesagt, bisher sehr, sehr verhaltener Anfang. Das ist ein sehr, sehr ausgewogenes Matchup. Und das Publikum steht jetzt hinter Nordin. Cengiz lässt jetzt provokant die Hände fallen. Sagt zu Nordin, er soll nach vorne kommen und kämpfen. Ja, man merkt, sowas lässt sich Nordin natürlich nicht. Die Halle ist laut Hals hier auf Nordins Seite. Die Fans von Cengiz haben sich noch nicht so zu Wort gemeldet. Und oh, da schöner trifft schon linker Haken. Der gleiche linke Haken, der damals zum K.O. geführt hat. Aber ich bin mir sicher, dass Nordin aus den Fehlern gelernt hat und dass er sich nicht mit demselben Resultat beglücken wird. Nordin bewegt sich hier. Tiefschlag. Alles okay, sagt der Referee. Schöner Frontkick von Nordin.
Cengiz sieht noch unbeeindruckt aus. Keiner will hier wirklich reingehen. Ja, nur den ist ein bisschen verkrampft. Ja, Cengiz Dana geht nicht ganz rein. Er hat sich ja trotzdem die Käfigmitte gesichert, was doch irgendwo die bessere Position ist als außen am Käfig. Die Frage ist, wird er den Käfig nützen, um ihm den Weg abzuschneiden? Wird er ihn nutzen, um einen Takedown zu sichern? Wenig Aktion hängt natürlich wieder damit zusammen. 5 Runden, Titelkampf. Außerdem bei diesen beiden Leuten kann es natürlich sofort vorbei sein. Jeder Schlag kann das Ende bedeuten. Ja, die beide Kämpfer haben eine sehr, sehr hohe Präzision. Nordin konnte den Spinning Backkick sehr schön hier. Ja, den hat man leider kommen sehen. Da hat mir ein bisschen das Setup gefehlt, da hat mir die Bewegung gefehlt. Hier hat nachgesetzt mit einem starken Low Kick. Oh, schöner Körperkick. Und der Mosquito sticht hier wirklich zu. Das macht er sehr, sehr gut. Hat hier fast so eine Thai-Box-Haltung. Das liegt vermutlich daran, dass er merkt, wie seine Kicks Wirkung erzielen. Ja, und seine Fakes, die tun auch immer wieder Reaktionen von Nordin herbeirufen. Also ja, Nordin ist eigentlich eher der Boxer, verlässt sich mehr auf seine Hände. Gesprungener Frontkick fast schon. Nordin will hier sagen, was soll der Scheiß hier? Das sah ein bisschen so danach aus. Cengiz bleibt hier ruhig, wartet hier nur wieder, wann er seinen Kick einbringen kann. Letzte Minute der Runde ist angebrochen. Ah, beide verfehlen hier nur knapp. Ah, wenig Aktion. Nichtsdestotrotz ist sehr, sehr vorsichtig. Aber wie ist es? Keiner will natürlich hier sich die Blöße geben und den anderen eine richtige Aktion landen lassen. Wie heißt es so schön immer? Das ist meistens die Ruhe vor dem Sturm. Und wenn der Sturm mal kommt. Fall noch kommen, der Sturm. Schöner Inside Low Kick. Ja, die Kicks sind wirklich sehr, sehr flink und schnell. Präzise. Cengiz bleibt außerhalb der Kickdistanz und jetzt der erste High-Kick. Ja, man hört schon hier aus der Ecke, sicher dir die Runde. Cengiz zeigt einen Tiefschlag, der Referee sagt, das war nichts. Und die letzten 10 Sekunden haben angebrochen, der Spin-Kick. Den haben wir nicht kommen sehen. Und Cengiz jetzt hier ein bisschen wild. Ja. Sehr ausgeglichene Runde. Ja, sehr, sehr schwierig zu werten. Ich möchte hier nicht in der Haut der Punktrichter stecken. So, jetzt mal ein Applaus hier für eines unserer zwei Nummerngürtel des heutigen Abends. Ein Applaus bitte für die Kadi. Ja, wir können wirklich gespannt sein, wie der Gameplan jetzt in der zweiten Runde hier, in der zweiten von den fünf anstehenden Runden hier, sich verändern wird. Wenn beide Jungs so weitermachen, dann würde es vielleicht ein unbefriedigendes Resultat für alle hier geben. Ich denke, beide wollen einen Finish, beide wissen, dass es jetzt die Möglichkeit ist, hier diese Differenzen auszugleichen. So, ich weiß, dass beide Kämpfer ihre Fans dabei haben. Wo sind die Fans von Cengiz? Wo sind die Fans vom Nordin? Betreuer wird ausringen. Bitte den Käfig frei. Runde 2, Round 2. Die Düsseldorfer Fans haben hier gerade ordentlich Lärm gemacht. Ja, wir sind gespannt, wie die zweite Runde hier verläuft. Man beschwert sich hier, dass Käfig noch ein bisschen nass ist. Trotzdem fängt die Runde an. Gleiches Spiel wieder. Nordin sieht jetzt ein bisschen entspannter aus als in der ersten Runde. Braucht immer meistens eine Runde, um reinzukommen, um sich an den Gegner zu gewöhnen, um das Pace zu gewöhnen, um sich wirklich abzutasten. Dazu hatten sie jetzt die erste Runde. Die Frage ist jetzt, was passiert hier in der zweiten Runde? Aber beide konnten schöne Frontkicks anbringen, was mir sehr gefallen hat. Ja, Cengiz ist hier sehr, sehr vorsichtig, respektiert das Boxen von Nordin, der nicht umsonst Fist of Tangier genannt wird. Die Fäuste aus Tangier. Nordin hat bisher noch relativ wenig die Rechte gebracht, was natürlich damit zusammenhängt, dass er Angst hat vor dem linken Haken. Oder einfach nur, weil er sie vorbereiten will, um nachher zu finishen. Ja, man merkt, die Kombinationen werden jetzt langsam größer, langsam kommt er aus sich raus, langsam schlägt er zum Körper, Kopf, schließt mit Kicks ab. Das ist schön zu sehen. Jab schön. Cengiz hat die Hände wirklich sehr weit oben.
Ja, Cengiz steht wirklich da wie ein Thai-Boxer und Nordin hat wirklich mehr diesen Boxstil. Die Gerade fehlt nur knapp. Jo! Oh. Linker Kick landet. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Die Spannung ist hier zu spüren in der Luft. Es ist sehr, sehr vorsichtig, aber man merkt, mit was für einer Präzision die Kombinationen geschlagen werden. Nordin wird hier angefeuert. Gibt ihm natürlich nochmal einen zusätzlichen Push für den Kampf. Versucht jetzt auch mehr die Ringmitte zu sichern. Läuft hier mehr nach vorne, versucht Cengiz zurückzudrängen. Ja, er muss hier mehr Winkel schneiden, sonst wird es sehr, sehr schwierig. Ein Gegner, der viel rückwärts läuft, den muss man abschneiden. Gerade man muss ihn an den Käfig pinnen, man muss ihn stellen, wie man im Boxen auch sagen würde. Hier die Anweisung aus Nordins Ecke, die Kicks mal abzufangen, mal so ein Ding zu fangen und dann zu kontern. Keine Takedown-Ansätze bisher. Oh, der war schön getroffen mit dem Schienbein. Man merkt auch schon, dass das Bein von Nordin leicht gezeichnet ist. Ja, leichte Rötung überhalb vom Knie. Ja, kurz am Hosenansatz. Die Sache ist, seine Beinarbeit wird auch drastisch langsamer werden und dadurch wird das Boxen von Nordin natürlich auch nicht besser werden über die Runden. Ja, trotzdem ist Nordin noch leicht auf den Füßen. Ja, sehr schön gemacht von Cengiz. Moment, aber schöner rechter Uppercut. Hat hier auf den Jab gewartet, den Nordin jetzt schon öfter gebracht hat. Jabt sich hier den Weg rein mit drei kurzen Jabs. Ja, man hat das Gefühl, dass bei Nordin ein bisschen die Distanz noch fehlt. Bisschen kurz seine Schläge noch. Ja, er respektiert halt noch sehr die Kicks hier von Cengiz, die auch sehr, sehr gut sind. Und er muss jetzt eine Lösung finden, wie er mit den Kicks umgeht. Macht hier noch ein Tänzchen für Nordin und zeigt ihm, was machst du hier eigentlich? Also die beiden, die werden sich nie leiden können, auf jeden Fall. Aber keiner darf sich hier jetzt zum Kopf steigen lassen. Keine Emotion. Ah, diesmal trifft der Spinning Backkick wieder. Ja, die Sache ist, wenn das Ding hier immer hitziger wird und Emotionen aufkochen, das kann natürlich sehr, sehr schnelles Ende für einen der beiden Kämpfer bedeuten. Definitiv. Man darf an solche Kämpfe nicht mit Emotionen rangehen. Das hat schon dem einen oder anderen Kämpfer das Genick gebrochen. Cengiz versucht jetzt immer wieder mit dem rechten Uppercut den Jab von Nordin zu kontern. Schöne rechte Gerade, die hat getroffen. Ja, jetzt langsam kommen auch die Fäuste von Cengiz. Wir wissen, dass er gute Hände hat. Bis jetzt hat es den noch nicht gebracht und sehr, sehr schön. Oh, Frontkick. Oh, das war sehr, sehr gefährlich, was hier Cengiz gerade gemacht hat. Großer Fehler von Cengiz und Nordin sichert sich den Takedown. Ah, oh, auf diese Ellbogen muss er aufpassen. Hat gerade die Verwarnung bekommen. Nordin sichert sich die Halfguard. Und es wird jetzt sehr, sehr gefährlich für Cengiz. Nordin ist stark auf dem Boden, hat Submissions. Und wenn Cengiz sich jetzt da nicht souverän verteidigt, wird er hier wirklich Probleme haben. Nordin heißt hier stark von oben. Cengiz versucht hier zu klammern. Jetzt kommt in die Full Guard, muss allerdings aufpassen auf die Ellenbogen von Nordin. Nordin hat sehr, sehr starke Beinhebel. Da muss Cengiz aufpassen, dass er hier nicht strampelt und seine Nur noch Beine... Nur 10 Sekunden. Es könnte Nordin vielleicht sogar die Runde gewonnen haben, der Takedown. Ja, das war jetzt glücklich für Cengiz, dass er aufstehen lassen hat, aber in diesen 10 Sekunden, denke ich, wäre nicht mehr so viel passiert. Ja, zwei sehr, sehr knappe Runden, Thomas. Also, man könnte... Ich möchte nicht in den Haupt von der Punktrichtern stecken. Und hier unsere Ringfee Nummer 2 hier, die Kiera. Ja, der Takedown macht sich auf jeden Fall auf den Zetteln der Punktrichter bemerkbar. Beide Kämpfer werden jetzt noch mal kurz aufgepäppelt mit Eis und Luftzufächern und hier kaltem Wasser, damit sie möglichst schnell und regeneriert wieder in den Kampf kommen. Und es geht jetzt darum, wer schafft es sich in 30 Sekunden wieder in eine gute Form zu bringen, um wieder bestmöglichst zu performen. Ja, das Tempo war nicht sonderlich hoch, allerdings waren beide sehr, sehr angespannt in den zwei Runden, was natürlich auch an Kraft kostet.
plus diese riesen Kulisse, da ist natürlich der Druck dann schon da. Betreuer wieder auswingen. Seconds out, bitte den Käfig frei. Runde 3. Round 3. Cengiz bekommt die Einweisung hier nochmal, Mundschutz drinnen zu haben. Beide Kämpfer sehen sehr fokussiert aus, schnaufen allerdings schon etwas. Worauf ich jetzt gespannt bin, Thomas, ist, ob Nordin versucht, den Kampf gleich wieder auf den Boden zu verlagern. Ich hatte das Gefühl, dass er leichte Vorteile hat auf dem Boden. Das sehe ich genauso. Es wäre strategisch auf jeden Fall empfehlenswert für ihn. Aber ich denke, er ist so durchdacht, dass er das Ding ganz gut timen wird und hier nicht einfach blind in den Mann reinspringen wird. Definitiv. Cengiz hat gute Kicks, gute Knie, auf die Nordin natürlich aufpassen muss, wenn er mit seinem Kopf da tief geht. Definitiv. Oh, hier. Cengiz selber täuscht einen Beinangriff vor und schlägt hier einen linken Haken zum Kopf. Das war die Kombo, die damals den Kampf beendet hat. Nordin weiß es natürlich und war da nicht mehr in der Distanz. Cengiz muss hier ein bisschen aufpassen. Er hat schon ein paar Mal jetzt den Referee angeguckt. Ja, Nordin Asri, deutsches Urgestein des MMAs natürlich. 22 Siege, nur 10 Niederlagen. Nordin ist sehr, sehr erfahren. Sehr, sehr starker Boxer. Allerdings auch mittlerweile sehr stark am Boden. 14 Submission-Siege. Es war der erste Deutsche, der bei der Ultimate Fighter Staffel teilgenommen hat. Also Nordin ist wirklich einer der MMA-Urgesteine hier im deutschen Land. Der Kampf liegt im November 2015 zurück bei GMC 7. Dort hat er Nico Lothmann via Submission besiegt und zwar durch den Toehold. Nordin wirkt viel mehr nach vorne in dieser Runde. Ja, er wirkt jetzt gereizter. Man merkt auch wirklich, sein Gesicht sieht etwas angespannter aus. Er sieht sehr, sehr durchtrainiert aus. Er hat das Ding hier sehr, sehr ernst genommen. Thank you.
Bitte die Betreuer und Sekundanten aus dem Käfig. Bitte bereit machen zur vierten Runde, Round 4. Runde 4. Wahnsinn. Und man muss bedenken, dass Nordin 37 Jahre alt ist und Cengiz 35 Jahre. Da können die meisten 18-Jährigen nicht mithalten mit diesem Tempo. Einfach Wahnsinnsathleten. Es scheint, als wäre Nordin ein bisschen fitter jetzt in der vierten Runde. Kann auch sein, dass Cengiz weiß, er hat die letzte Runde gewonnen. Will vielleicht, schöner linker Haken. Will sich die Kraft vielleicht aufsparen für die fünfte Runde. Rutscht hier weg. Sehr, sehr rutschig. Da muss der Referee ein bisschen was machen. Ja, das sah mir auch ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Foot Sweep und Low Kick. Bei Cengiz fehlt mir da ein bisschen die Beinarbeit. Da fehlen immer so 2-3 Zentimeter, um die Schläge wirklich zu landen. Ja, was Cengiz sehr gut macht, ist seinen Kopf bewegen. Ja. Immer wenn er schlägt, beziehungsweise wenn Nordin schlägt, bewegt er seinen Kopf und landet seine eigenen Schläge. Ja, das macht er sehr, sehr gut. Er kontert hier wirklich grandios. Der Mosquito muss sich ein bisschen mehr bewegen. Er sieht müde aus. Vor allem müssen beide jetzt auf jeden Fall auch an die Punkte denken. Erste Runde sehr ausgeglichen. Vielleicht etwas für Cengiz. Zweite Runde mit dem Takedown für Nordin. Ja, die Sache ist, es wird auch immer unwahrscheinlicher für ein Finish, da beide Kämpfer müder werden. Die Konzentration lässt natürlich auch immer ein bisschen nach in der vierten und fünften Runde. Und Cengiz sieht jetzt schon ein bisschen gezeichnet aus. Ja, mir sieht Nordin auch noch. Oh! Schöner Körpertreffer hier, schöner Leberhaken. Oh! Und ein Kick hinterher. Sehr, sehr schön. Da haben die beiden Sportler sich alles nochmal für den Schluss aufgespart. Cengiz atmet schwer, versucht jetzt mit Beinarbeit sich ein bisschen Pause zu gönnen. Nordin drückt jetzt echt nach vorne. Oh, und Cengiz verfehlt hier deutlich. Ja, und schneidet hier immer wieder Winkel raus. Aber jetzt wird es gefährlich für den Takedown. Und ich ahne Böses von Nordin. Es wird eine Frage der Zeit werden, bis er ihn runternehmen wird. Der Mosquito bringt hier einen Superman-Punch. Aus, als wird Cengiz sich überlegen, den Kampf runterzunehmen. Aber Nordin hier, Double-Leg-Angriff. So, sehr schön. Nimmt ihn hier zu Boden. Half-Guard. Sehr, sehr schön von Nordin gemacht. Was Cengiz jetzt machen muss, ist verhindern, dass Nordin sich aufrichtet und Ground and Pound anbringt. Cengiz hat ihn hier in der sogenannten Half-Guard. Das ist die Beinposition, mit der Cengiz Nordins Beine umklammert hat. Das verhindert, dass Nordin die Position weiterhin verbessern kann. Cengiz muss jetzt gucken, dass er sich auf der linken Seite den Underhook holt und vielleicht versucht aufzustehen. Ja, was gar nicht so leicht ist, wie wenn so ein Kämpfer wie Nordin auf einem drauf ist. Schöne Ellbogen hier. Allerdings viel auf die Deckung. Nordin sichert sich hier jetzt die Position. Sieht so aus, als würde er für einen Arm-Triangle gehen. Mit der Arm-Triangle konnte er schon gegen Igor Chin den Kampf gewinnen, bei GMC damals. Ja, der Winkel sieht mir aber hier nicht ganz gut aus und vor allem den kann Cengiz hier, indem er seine Beine streckt, den Druck lösen. Ah, er ist schon wieder draußen hier. Ah, sieht so aus, es wird Nordin vorbei. Nordin passiert in die Side Control. Ah, es sieht jetzt ganz schlecht für Cengiz aus. Ist jetzt gefährlich, weil Cengiz wird den Käfig mit seinen Füßen benutzen. Nordin versucht in die Mount zu kommen, aber landet wieder in der Half Guard. Wieder Head and Arm Choke Versuch hier. Das
Das Publikum schreit Zieh, allerdings saß das nicht. Und aus der Halfguard ist es wirklich sehr, sehr schwer zu finishen, solange man nicht in der Mount bzw. der Side-Control landet. Ganz genau. Und Nordin liegt hier zwar oben drauf, aber kann noch nicht genügend Schaden anrichten. Und passiert auch noch nicht die Guard. Genghis blutet jetzt aus der Nase. Und wird sich hoffen, dass die Runde bald vorbei ist. Hammerfist von unten. Ja, man merkt hier, Nordin zieht ihn weg vom Käfig, Nordin aber... Nordin passiert hier schon wieder in die Side-Control. Sehr schön gemacht. Zeigt dir wirklich, wie sehr sein Grappling sich verbessert hat. Ja. Harte Schläge. Und 10 Sekunden. Da, der Renekechoke. Der Renekechoke ist drin. Die Hooks allerdings noch nicht. Ah, das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Und er tappt. Er ist abgeklappt. Er tappt. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Und es ist und alles die Zuschauer vorbei. Stürmen hier das Publikum. Jetzt könnte es gefährlich werden. So, wieder alle Zuschauer wieder zurück. Alle Zuschauer bitte wieder zurück. Und hier kochen die alle Emotionen über in Dürren hier. Freude. Das hat natürlich jetzt nicht mehr bei viel mit Sport Freude, zu tun. Bitte. Die Zuschauer sollten jetzt wirklich den beiden Profikämpfern das vielleicht überlassen. Auf euren Blitzen, nicht selber bitte. Versuchen, hier sich irgendwie einzumischen. Das war wirklich vielleicht zwei, hört auf eure beziehungsweise Coaches, eine Sekunde vor Trainer. Ende der Runde. Bleibt auf eure Nordin Blitzen, geht hier noch zu Genghis Nana, vergewissert sich, ob hier alles okay ist. Man merkt, vielleicht hat hier die jahrelange Fehde endlich sein Ende. Bitte bleibt zurück. Nordin streckt ihm hier die Hand entgegen. Dankeschön. Oh. Und das muss jetzt natürlich nicht sein. Coach. Ah, das ist natürlich jetzt ziemlich unangenehm. Jungs, bleibt bitte ruhig. Die Emotionen kochen hier wirklich über. Das muss nicht sein. Wir sind hier bei einer sportlichen Veranstaltung. Und Fairness ist hier wirklich groß geschrieben. Und es ist ein Bestandteil von Superior. Ja, das ist normalerweise eine faire Sportart. Man ja? muss auch sagen, Nordin so hat ganz hier fair den Kampf gewonnen. Zu suchen. Nordin hat hier Leute, den Rear Naked Choke etwas länger gehalten. Sowas, was ihr macht, sag ich offen und ehrlich, macht man im Kindergarten, nicht als erwachsene Leute, ja? Das ist Sport. Das ist Sport, meine Damen und Herren. Die zwei haben das im Ring ausgetragen. Jeder weiß selber, was dahinter stand. Aber die zwei haben... Der Genghis und der Nordin haben das gerade im Ring geklärt. Okay, meine Damen und Herren, machen wir es offiziell ohne den Kämpfer von der blauen Käfigseite. Sieger durch Tape-Out in der vierten Runde nach einer Kampfzeit von 4,59. Und damit neuer Superior FC Leichtgewichts-Champion, die rote Käfigseite, Nordin Fist of Tangier Ashri! So, meine Damen und Herren, das sind Emotionen. Aber ich muss jetzt auch noch kurz den Nordin interviewen. Erstes obligatorische Foto mit dem Chef und dem Matchmaker von Superior FC und dem Marco Brösen hier. So. Nordin, erstmal Glückwunsch. Der steht. Nordin, es gab um diesen Kampf
Können wir uns erstmal unterhalten? Weil das erinnert mich an irgendwas. Ich sehe es gerade. Wie war das damals vor 2 Jahren? Selbe Stelle hier. So, Nordin, wie gesagt, lassen wir die alten Zeiten ruhen. Es gab um diesen Kampf am Anfang oder wenn im Laufen jetzt viel Ballyhu. Und sie, sag mir du deine Meinung, wie du das alles siehst. Also wie gesagt, es gibt gute Verlierer, es gibt schlechte Verlierer. Genauso wie gute Gewinner und schlechte Gewinner. Ich habe einen Kampf gegen den Genghis damals gemacht. Ich glaube, das ist sogar über 3 Jahre her oder so. Damals wollte jeder, ich muss direkt eine kleine Story dazu erzählen, jeder wollte dieses Match quasi ermöglichen auf der Veranstaltung, keiner hat es hinbekommen. Superior FC hat es wieder mal hingekriegt vor 3 Jahren. Und jetzt wieder mal einen Riesenapplaus an die Veranstaltung, bitte. So wie dieses Mal auch. Und Superior ist einfach, wie soll ich das sagen, die Ikone in dem Sport, ja, die würdigt die Sportler und so weiter. Das war für mich persönlich ein sehr emotionales Match, weil es auch ein bisschen persönlich war. Und ich bin einfach froh, dass ich dieses Match gemacht habe. Superior, wie gesagt, hat es nach über 3 Jahren wieder möglich gemacht. Und ja, er gehört mir, Baby. Ja, ja, ein Bild im Facebook. Cengiz, gewöhn dich schon mal dran. So, Nordin, ich habe eine Bitte. Und das bitte ich auch alle. Der Nordin geht jetzt hintere. Ich weiß, er ist ein sehr fairer Sportler. Der Cengiz ist nochmals auch ein sehr fairer Sportler. Der schmollt jetzt mal 5 Minuten, aber danach haben die beiden sich wieder lieb. Weil es sind beide faire Sportler, der Nordin und der Cengiz. Die quatschen dann noch in der Kabine und später hocken sie garantiert irgendwo an der Bar. Es ist nichts Persönliches. Wie gesagt, es ist alles auf einer sportlichen Ebene. Und ich denke mal, wir haben es heute Abend hier geklärt. Und ich hoffe, damit ist das ein für alle Mal erledigt. Sag ja, quatsch nachher in der Umkleide, trinkt 1, 2 Bier oder Checky und dann ist der Käse gegessen. So, meine Damen und Herren, das war Superior FC Nummer 14, das Comeback hier aus der Arena Kreisdüren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder auf einer Superior-Veranstaltung und sagt Tschüss, alle gedacht und Servus, Ihr Ringsprecher Andreas Eggerlin.